Mein Name ist Sascha Rabe und ich bin seit über 30 Jahren in der Branche. Ich habe den Beruf des Bankkaufmanns erlernt, habe dann in zwei Ländern studiert, jeweils BWL mit einem Abschluss in Deutschland und in Frankreich. Dann habe ich eine kurze Zeit im Investmentbanking gearbeitet und wurde dann Filialleiter verschiedener Filialen in verschiedenen Banken, später dann Deutschlands jüngster Bankdirektor. Und vor etwa 11 Jahren habe ich mich entschieden, ich möchte keine Filialen mehr schließen, ich möchte keine Mitarbeiter mehr entlassen, sondern ich möchte aufbauen. Heute habe ich ein Team von 270 Geschäftspartnern, vom nebenberuflichen Tippgeber bis hin zum hauptberuflichen Berater und Führungskraft. Ja, das, was uns auszeichnet, ich bin Top-Experte im Bereich Vermögensberatung als eine Auszeichnung vom Erfolg-Magazin. Ich bin einer der besten Ausbildungsbetriebe im IHK-Bereich in Braunschweig, bin dort ausgezeichnet worden. Zum zweiten Mal bin ich ausgezeichnet worden als familienfreundliches Unternehmen im Bereich Banken und Finanzen von der Zeitschrift Freundin und Kununu. Das ist das, was uns, meine Mannschaft und mich sehr, sehr stolz macht. Ja, und ich habe Büros von München bis Wilhelmshaven und von Aachen bis an die polnische Grenze. Das heißt, überall in Deutschland gibt es Büros, für die ich Verantwortung trage. Und es macht riesen Spaß, Menschen in diese Branche hinein zu begleiten, Menschen zu zeigen, dass das eine tolle Branche ist und dass wir eine Dienstleistung erbringen, die einen maximalen Mehrwert für unsere Kunden hat. Ja, an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Die Zeiten sind völlig frei einteilbar. Schulungen passieren auch schon vor Corona bei uns online. Und insofern ist der Beruf perfekt für Frauen gemacht, weil die sind üblicherweise, insbesondere Frauen mit Kindern, sehr, sehr gut organisiert aus meiner Erfahrung, und wenn die Rahmenbedingungen bei mir im Unternehmen so sind, wie sie sind, nämlich dass die Zeit frei eingeteilt werden kann, dann führt das zu einem guten Work-Life-Balance und zu einer hohen Familienfreundlichkeit. Also der große Vorteil von uns ist natürlich, dass wir nicht an Öffnungszeiten gebunden sind. Das heißt, die Frauen können sich die Zeiten frei einteilen und auch Schulungen passieren, entweder online oder über Webinare, sodass auch diese Zeit frei einteilbar ist. Jetzt habe ich ein Vertriebsteam von München bis Wilhelmshaven und von Aachen bis an die polnische Grenze, also in ganz Deutschland, und wir treffen uns tatsächlich auch zu Offline-Schulungen alle gemeinsam. Und da ist es zum Beispiel so, dass Kinder auch mitkommen dürfen. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. Eine Kollegin von mir, die hat ganz kleine Kinder und die hat sich gewünscht, ihre Kinder mitzubringen, damit sie an den Schulungen teilnehmen kann. Und dann haben wir zusätzlich zu dem Schulungsraum noch einen weiteren Raum gebucht. Und immer wenn der Kleine Hunger hatte, wenn er wach geworden ist, konnte meine Kollegin in den zweiten Raum gehen, das Baby stillen. Anschließend ist er wieder zurückgekommen. Also es ist sehr, sehr harmonisch. Es ist immer sehr viel Rahmenbedingungen für Frauen, auch für Frauen mit Kindern. Und wir freuen uns immer alle, wenn wir als Familienunternehmen zusammenkommen. Und das hat große Vorteile. Auch wenn wir in Schulungs- und Ferienanlagen zusammenkommen, dann ist es so, dass häufig auch die Familien mit eingeladen sind, die Kinder mit eingeladen sind. Und so schaffen wir einen Rahmen, der optimal geeignet ist für Familien mit Kindern. Also eine optimale Rahmenbedingung. Also an der Stelle ist das große Vorteil bei uns, dass wir nach der Allfinanzstrategie beraten. Das heißt, wir binden immer alle Finanzthemen in unsere Beratung mit ein. Und da ist es natürlich so, dass wir auch die gesamte Familie betrachten müssen. Wir können aber nicht nur Familien beraten oder Privatpersonen, sondern wir sind auch unterwegs im Bereich des Mittelstandes und helfen dort kleinen und mittleren Unternehmen ideal im finanziellen Bereich aufgestellt zu sein. Das heißt, jeder sucht sich die Zielgruppe, die zu ihm oder ihr passt, und das ist auch ein ganz großer Vorteil, weil wir keine Geschäftspläne haben, wo wir bestimmte Produkte abverkaufen müssen, sondern
wir sind dort in dem Bereich maximal frei unterwegs. Also bei uns ist es so, dass Beförderungen völlig egal, ob Frauen oder Männer, immer transparent und immer gleich passieren. Das Gleiche gilt auch für das Geld, für die Provisionen. Die sind immer exakt identisch für Frauen und Männer. Und das hat einen riesengroßen Vorteil, gerade auch für Familien. Wir haben keinen Gender Pay Gap. Wir fördern Frauen genauso wie Männer. Und ich glaube, das ist total wichtig, in einem Unternehmen zu sein. Und die höchste Stufe, die man bei uns erreichen kann, ist die Stufe der Direktionsleiterin oder des Direktionsleiters. Und ich helfe meinen Partnerinnen und Partnern, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, diese Stufe zu erreichen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob das Männer oder Frauen sind. Wir haben einen großen Vorteil, denn wir sind nicht nur Verkäufer von Finanzprodukten, sondern wir sind auch Finanzcoach. Das heißt, wir helfen den Menschen zum Beispiel über eine Haushaltsrechnung, ihre Finanzen besser in den Griff zu bekommen. Deswegen haben wir die Situation, dass es unseren Kunden finanziell besser geht als dem Durchschnitt in Deutschland. Und das ist eine unserer Kerndienstleistungen. Daneben ist es allerdings so, dass aktuell viele zu uns kommen, weil die möchten gerne nebenberuflich oder in Teilzeit mit uns zusammenarbeiten, suchen ein zweites finanzielles Standbein. Und für diese Menschen haben wir gute Möglichkeiten in unserer Zusammenarbeit. Und das merke ich tatsächlich, dass wir jetzt mehr und mehr Nachfrage in diesem Bereich, nämlich der nebenberuflichen Tätigkeiten und der Teilzeittätigkeiten haben.